Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Farming Simulator 22, meine Damen und Herren. In der Zwischenzeit ist viel passiert, denn ich habe die neue Mod installiert. Endlich mal hier. Ich habe vergessen, wie die heißt. Auf jeden Fall haben wir endlich dieses Feld hier mal fertig. Mit Steine wegmachen und so weiter und so fort. Das war ein bisschen sehr nervig. Ich habe schon mal angefangen. Hier diverse Felder. Bei diesem Feld habe ich mich versehen. Da hat es nicht geklappt mit dem... Wie heißt denn das jetzt nochmal, die Mod? Auf jeden Fall, dass du Wege im Feld hast. Ja, sieht man hier nirgendwo. Doch, da hinten sieht man. Da ist nicht richtig gekalkt worden. Hier sieht man das, ne? Hier wurde nichts gepflanzt. Hier sind nämlich die Fahrwege schön. Ich bin mal gespannt, ob das so klappt. Das war gar nicht so einfach, das zu machen. Deshalb machen wir das jetzt einmal gemeinsam hier, ne? Also, wir haben hier oben, ich weiß auch nicht, warum der sich immer verstellt. Der sollte eigentlich hier schön und runter sein. Haben wir unsere Anzeige. Jetzt fahren wir schön aufs Feld hier. Und versuchen mal ein Vorgewende zu machen mit hier Spuren, ne? Damit man da auch schön durchfahren kann. Eigentlich brauchen wir das nicht. Theoretisch, denn ich walze, hätte ich fast gesagt, ich werde, glaube ich, nicht nachdüngen. Aber wir werden sehen. Jetzt fahre jetzt erstmal das Vorgewinde. Fahren das extra nur mit 12 km/h, damit wir hier schön genau arbeiten können. Schön am Feldrand entlang. Und wir können ja mal zwischendurch aussteigen, das ist kein Problem. Und hier sehen wir, hier wurde extra kein Saatgut zwischengepackt, damit wir eine schöne Fahrrinne hier haben. Oder wie auch immer die heißt. Ich habe die ganze Mod vergessen, wie die heißt, aber egal. Macht nichts. So, wir fahren lieber wieder langsam. Das macht alles nichts. Wir fahren jetzt erstmal ein Vorgewende hier an der Seite. Muss mal gucken. Ja, ich glaube, so machen wir das. Ja, dann muss ich gucken, wie genau ich das mache. Also ich habe das beim anderen Feld so Pi mal Daumen einfach gemacht. Ich weiß nicht, ob das in echt auch so gemacht wird. Wahrscheinlich hat man da ein besseres GPS-System, wo man genau gucken kann, wie das Feld dann beschaffen ist. Ich weiß nicht, ob der Helfer damit arbeiten kann. Ich glaube nämlich nicht. Deshalb machen wir das jetzt mal alles selber. Ich bin viel zu weit links. Scheiße. Viel zu weit links, Freunde. So, dann fahre ich schon mal hier rüber. Irgendjemand die Arbeit beendet, da gucke ich gleich mal nach. So, das reicht aber erstmal. Denn ich will ja jetzt daneben mit GPS fahren. Mal schon mal an. Hier kommen sie alle an. Ich gucke erstmal, was wir hier so alles haben. Also irgendjemand ist hier fertig. Das ist er hier. Der hat eine Walze. Eine Walze brauchen wir hier nicht mehr, oder? Einige Stellen vergessen anscheinend, aber nicht wirklich. Sondern wir brauchen beim Ballenplatz noch eine Walze, glaube ich. Das heißt, der kann da einfach mal hinfahren. Dann haben wir das erledigt. Jetzt machen wir erstmal hier weiter. So. Jetzt muss ich mich halbwegs gerade hinstellen, damit wir nicht in die Bahn da kommen. Alles andere ist nicht so schlimm. Also. Ich weiß, man kann das bestimmt auch besser machen mit den Kartenzahlen, Dinger da. Wo haben wir sie? Da. Da stehen ja die Gradzahlen. Aber wir machen das jetzt so wie immer. Ich glaube, wir müssen noch ein Stück rüber. So. Und 15 Meter. In die Richtung einfach. Und dann gib ihn. Ja,
Habe sehr viel Überlappung gerade, sehe ich, aber das macht nichts. Das kriegen wir trotzdem so hin. Ja, das wird jetzt eine ziemlich lange Folge, in der wir einfach nur hier das Feld entlang fahren, aber das macht ja nichts. Da wissen wir hier, habe ich gehört. Wenn ich jetzt noch wüsste, wie die Mod heißt. Seed, Pro Seed, glaube ich, ne? Ich glaube, Pro Seed heißt sie. Ja. Ist ein bisschen kompliziert, glaube ich. Weil man das ja irgendwie normalerweise berechnen muss, hier mit den, welchen Abstand man hat und welche Geräte man hat. Aber ich glaube, mit meinen 24 Metern müssten die 15 Meter immer abgedeckt sein. Die Breite von der Seemaschine. Das heißt, das sollte eigentlich so genau hinhauen, wenn ich mich nicht irre. Wir müssen gucken, ob wir da überhaupt noch mal drüber müssen. Das sehen wir gleich. Ich guck da gleich mal. Ich mache jetzt erst die Bahn fertig und dann werde ich das Vorgewinde am Schluss machen. Das ist, glaube ich, besser, wenn wir das so rum machen. So, wie weit muss ich jetzt ranfahren? Ich glaube, das reicht schon, ne? Ah, das wird schon reichen. So. Dann fahren wir mal nur übers Feld. So, und hier hätte ich jetzt schon gerne wieder einmal Spuren. Ja, ein bisschen schräg reingefahren, aber es war nichts. Wir werden sehen, ob das so klappt. Ich hoffe es. Bei den anderen Feldern sah das auf jeden Fall normal aus. Wir werden auf jeden Fall hier nochmal auffüllen müssen, die ganze Geschichte. Das wird, glaube ich, nicht reichen. Dafür werde ich aber dann einen LKW, glaube ich, holen, der das Feld bringt. Dann brauchen wir nämlich nicht hier mit dem Gerät vom Feld runter. Das wäre mir nämlich nicht so lieb, ganz ehrlich gesagt. Ja, großes Feld, da wird viel Arbeit nötig sein. Die anderen haben auch schon länger gedauert. Wir haben ja schon so eine große Spannweite hier mit 15 Metern. Ich weiß gar nicht, ob das Ding wirklich 15 Meter ist. Ist gar nichts im Angebot? Nee, gar nichts im Angebot. Seetechnik. Und wir haben 15 Meter. Sonst wird das da, glaube ich, auch nicht stehen oben rechts. Ja. Ja, da muss ich nochmal überarbeiten. Da habe ich jetzt nicht so gut vorgearbeitet, muss man ganz ehrlich sagen. Ich fahre mal lieber immer ein Stück weiter. Ist, glaube ich, besser. So. Ups. Bin ich rausgetappt. Okay, diesmal machen wir das anders. Diesmal fahren wir in die Spur schon mal rein. Senken das Ding aber nicht. Damit wir schön gerade sind, so wie wir da sein sollen. Ups. Dann fahre ich nochmal rückwärts. Am besten mit ein bisschen Ausgleich hier und dann. Fahren wir nochmal in die ganze Spur rein. So. Froh, dass wir diese große Spannweite schon haben für dieses große Feld. Sonst wird das Ganze ziemlich lange dauern, da hätte ich gar keine Lust drauf. Was habe ich in der Zwischenzeit gemacht? Ja, ich habe die Felder hier gemacht. Schon mal fertig gemacht. Wir müssen das hier noch machen und das auch noch. Ich habe natürlich alles aufgefüllt. Dann habe ich, glaube ich, auch was gekauft. Ich bin mir aber nicht mehr sicher, ganz ehrlich gesagt. Ich habe auf jeden Fall Aufträge noch gemacht. Da müsste man mal wieder nachfüllen. Was haben wir noch? Fast 149 abgeschlossene Missionen. Habe ich nicht irgendwas gekauft? Können wir doch nachprüfen.
genau, ich habe doch einen Kredit aufgenommen. Und zwar für eine. Ah ja. Ich habe. Deshalb ist die Biogasanlage auch so leer. Ich habe die Biogasanlage zweimal verbessert. Noch wiederum. Das heißt, die nimmt zweimal mehr auf jetzt. Brauche ich nicht so oft nachfüllen. Und das hat insgesamt ja fast 1 Million gekostet. Jeweils, glaube ich, 500.000 ungefähr. Ist ein bisschen teuer, aber das macht nichts. So, noch einer, der die Arbeit erfolgreich beendet hat. Ja, ich würde jetzt gerne Zeitraffer einbauen, aber mein neues Programm kann keinen Zeitraffer leider. Dafür muss man 300 Euro bezahlen, damit man das Programm ganz gekauft hat. Ist ein bisschen schade. So, ich glaube, ich brauche wieder Spuren, ne? Ja. Ich mache alle zwei Dinger, mache ich Spuren. Damit das auch passt. Jetzt hat er den nicht gesenkt, oder? Außersehen C statt V gedrückt. Kann passieren, dass man die falsche Taste drückt. Ich hoffe, das ist auch so richtig. So macht man das. Keine Ahnung. Aber es funktioniert ja, glaube ich. Also wir können ja... Stimmt, das wollte ich noch gucken, ob wir nochmal düngen müssen. Nein, Stickstoff ist perfekt. Wir müssen hier halt wirklich nur mit Kalk drüber, aber das machen wir ja sofort. Da hätten wir gar keine Spuren eigentlich gebraucht, um ganz ehrlich zu sein. Aber wir fügen sie natürlich trotzdem ein, falls wir da nochmal links sprühen müssen hier. Wie heißt es? Ich vergesse die ganzen Namen. Herbizid. Wir müssen wahrscheinlich dann nochmal Herbizid hier drüber hauen. Oder ähnliches. Achso, viel geht gar nicht raus an Saatgut und auch nicht an Dünger. Ist auf dem anderen Feld auf jeden Fall viel mehr, muss ich sagen. Ja, umso mehr Mods, umso besser. Ich hatte auch diese Terra Life oder sowas, habe ich im Blick gehabt. Ich weiß aber nicht, ob die schon draußen ist oder nur für bestimmtes Personal. Da muss man ja immer als kleiner YouTuber immer zurückstecken, weil man nicht alles sofort kriegt hier. Das fängt ja schon mit Spielen an. Aber ich will auch nicht meckern. So. Man muss ja auch gucken, wo man bleibt hier als Landwirt. Erst recht mit dieser Version, weil ja bald der neue rauskommt. Ne? Ich weiß nicht, wie schnell die Modder sind, aber ich habe auf so das Basisspiel ehrlich gesagt kaum Lust. Da muss man sagen. Ich weiß es noch nicht. Vielleicht könnt ihr mich auch eines Besseren belehren, aber... Ich bin schon zufrieden, gerade mit diesem Landwirtschaftssimulator, mit dem 22er Teil, mit Modifikationen. Ich liebe zum Beispiel hier dieses Türöffnen einfach. Es ist schon, weiß ich nicht. Das sind Kleinigkeiten, aber es macht einfach Bock. Genauso wie der Dreck hier schön dran klebt. Wäre natürlich schöner, wenn man noch einsingen würde. Da bin ich aber beim nächsten Landwirtschaftssimulator ein bisschen gespannt, wenn es geregnet hat, dass man dann wirklich so in den Boden einsinkt, dass der Boden wirklich dynamischer ist. Aber naja, bisher bin ich zufrieden noch mit dem 22er, muss ich sagen. Es macht mir richtig Spaß, hier rumzufahren. Auch wenn ich manche Sachen, so wie man hier sieht, nicht so gut hinkriege, aber ich lerne noch. Ich bin ja noch frisch in the game, muss man sagen, ne?
So, wir brauchen wieder eine Spur fürs nächste Dings. So. So ist das, Freunde. So ist das. Was haltet ihr denn vom neuen Landwirtschaftssimulator? Findet ihr das gut mit dem Reisanbau? Oder findet ihr das auch überflüssig und ihr hättet lieber schönen Roggen gehabt, den man mal anbauen könnte? Könnt ihr mir gerne schreiben. Ich lese das gerne durch. Auch schon gemacht, bei diversen Seiten mir die Meinung durchgelesen vom neuen Landwirtschaftssimulator. Ich muss mir jetzt erstmal eine Creme hier an den Finger machen. Das ist immer noch so eine Stelle am Finger, die geht nicht mehr heile. Bleibt einfach für immer kaputt, habe ich das Gefühl. Vielleicht falle ich langsam auseinander. Das kann sein, dass das passiert so. Ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste. Irgendwann fällt man auseinander. Das ist nun mal so. Der eine früher, der eine später. Tja, Freunde. Was soll ich noch erzählen? Wir sind auch nicht mal bei der Hälfte. Aber es ist auch eine große Anzahl hier an Hektar, was wir haben, glaube ich. Ich kann gleich mal nachgucken, wenn wir in die andere Richtung fahren, was wir da haben. Insgesamt, hier bleibt mir irgendwie zu viel übrig, was eigentlich nicht kann. Hätte ich doch eher enger stellen sollen, ne? Ist ja jetzt Kaka eigentlich, naja, egal. Das fehlt mir ja noch ein bisschen an dem Spiel, dass man so Ernteeinbußen hat. Es regnet zu wenig, regnet zu viel und so weiter und so fort, ne? Das muss man sagen. Das ist das, was in diesem Spiel hier fehlt. Man hat immer den, wenn man alles perfekt düngt, hat man immer den perfekten Ertrag. Und das ist ja in echt, ja, weil, weiß Gott, nicht so. Ja. Das hätte ich noch gerne. Ein bisschen, weiß ich, und wenn es Wildschaden noch ist oder ja, halt mit dem Wetter, es hat zu wenig geregnet, ist ja nicht so, dass man das nicht simulieren kann heutzutage, ne? Das kriegt man alles so hin. Ja, ich glaube, in dieser Folge wird nicht so viel rausgeschnitten und es könnte ein bisschen langweilig werden, habe ich die Vermutung, weil wir hier nur hier unterwegs sind. Sollte ich noch Fötüchchen machen? Wie ging das nochmal? So. Ja, 1000 verschiedene Spiele, 1000 verschiedene Knöpfe, die man drücken kann. Das ist immer das Problem. Ja, bin ich gespannt, wenn wir dann spritzen müssen in irgendeinem Monat. Und ob das dann funktioniert. Eigentlich, wenn ich jetzt ganz schlecht rechne, wir haben hier 15 Meter, diese Breite. Das heißt, wir haben diese Breite auch bis dahin. Müsste 24 Meter eigentlich locker ausreichen als als Länge dann, aber ich kann mich auch irren. Nö. Ich kann mich auch irren. So, wir brauchen wieder eine Spur. Das wundert mich aber, ich habe vorgedüngt. Ich habe ja mit der einen wie heißt denn das da? Hacke? Nee, Hacke nicht. Ja, mit dem einen Grober da, der Tiefenlockerer, genau. Mit dem einen Tiefenlockerer. Da habe ich dann ja ein bisschen was zwischengepackt an Dünger. Das war ja das, was hier so lange gedauert hat. Das hat ja bestimmt fast gefühlt 2 Tage gedauert.
das auszubringen hier, weil die Spannweite war ja auch 1,50 Meter oder so. Das hat sich anscheinend gelohnt, ne? Boden ist gut. Er ist sehr gut, wie man sieht. Da kann man nichts sagen. Das ist ein guter Boden jetzt. War vorher ja nicht so gut, aber haben wir gut hinbekommen hier. Ein Luftballon. Tja, kann sich nur noch um Stunden handeln. Ich will jetzt nur eben die 20 Minuten noch voll kriegen, damit das hier überhaupt eine Folge ergibt. Weiß nicht, ob ich die vielleicht zusätzlich rausbringen soll, weil hier ja nicht so viel passiert und das finde ich irgendwie eigentlich nicht so gut, aber es ist ja das Spiel eigentlich, ich zeige ja eigentlich das Spiel, ne? Und wie schon gesagt, ich bin ja klassischer Let's Player, das heißt, ich werde hier nicht irgendwas dazwischen schneiden und coole Memes hier zwischen und wenn ich irgendwas sage und oder mich versehe, dass dann so ein Meme hier eingefügt wird oder weiß ich was. Heutzutage muss ja alles so schnelllebig sein. Sondern wir haben hier ein klassisches Let's Play, wir zeigen das Spiel, ich laber darüber irgendeine Scheiße. Und das muss reichen, Freunde. Ne? Man muss auch mal langsam alles angehen. Schön langsam. Ich selber mache das ja auch. Ich spiele ein Spiel und habe dabei am besten irgendwas Ruhiges nebenbei an. Ne? Das ist am besten, das kann man am besten machen. Und da irgendwas schön Ruhiges nebenbei an. Nichts, wo man so stressmäßig unterwegs ist. Ja, aber CD Zerion mag ich immer noch, auch diese Version. 3800er. Ist einfach ein geiles Teil und die Amazone macht sich auch schon bezahlt, muss man sagen. Also schon, dass man da den Dünger mit reinklatscht. Oder reinklatschen kann, das ist schon sehr geil. Nur diesen. Ich fahre nochmal ein Stück weiter. Nur diesen Monat irgendwie nicht so viele Missionen, habe ich das Gefühl, sind bei mir angekommen. Komme ich überhaupt vorbei? Ich glaube nicht, ne? Zurück, damit ich nicht in den Baum fahre. Waren nicht so viele Missionen, wie ich dachte, aber die kommen, glaube ich, erst in der Weizen- und Rapsernte dann. Also nächsten Monat. Obwohl, Weizen war auch schon, oder? Nee. Doch. Weizen ist jetzt. Vielleicht haben die ja Sonnenblumen, Soja, Bohnen und Sorghum, Hirse im nächsten Monat. Ich weiß es nicht, aber die hatten auf jeden Fall, wie man gerade auch schon gesehen hat, nicht so viele Aufträge für mich leider. Jetzt habe ich auch zwei Ernte, gewisserweise sogar drei Erntemaschinen und aber keine Aufträge, das ist ein bisschen blöd. Ich habe ja auch noch ein bisschen was zu bezahlen. 9.800 muss ich jetzt im Monat bezahlen. Das ist ein bisschen viel, Leute. Wir haben nur einen Flügeauftrag von 1.675. Das lohnt sich nicht wirklich. Das ist auch alles. Mais habe ich nicht mehr. Achso, ich habe natürlich auch noch hier fast alles verkauft. Bis auf Sorghum, Hirse und Gerste. Unsere Gerste, die wir geerntet haben. Da kriegen wir auf jeden Fall viel Geld. Wenn wir das irgendwann mal verkaufen, aber die Sache ist ja die, das wird ja erst im Dezember gut sein, genauso wie dieser Gemüse. Das heißt, wir werden das auch im Dezember machen. Ja, wir wollen ja unser Geld dafür haben. Habe ich jetzt noch eine Spur gelegt? Ja, gut, nicht, dass ich da mich versehe. Also nur zum Verständnis, ne? Jetzt in echt, wenn man jetzt so eine Spur macht hier, eine Fahrrinne, dann stellt man doch auch einfach nur in der Mitte da die, wie das hier gezeigt ist, ich habe ja eine Maus, die beiden hier einmal aus, damit die kein Saatgut legen, oder? Damit wir ein bisschen Saatgut sparen, das spart ja Saatgut, wenn
Sonst wird man ja einfach drüber fahren können und man fährt sich selber eine Spur. Aber das wäre ja Verschwendung von Pflanzen und Saatgut. Also jetzt nur zu meinem Verständnis, weil ich bin ja ein bisschen blöd. In der Landwirtschaft, sagen wir mal. Ich weiß noch nicht so viel. Ein bisschen habe ich mitbekommen, aber alles weiß ich jetzt natürlich nicht, ne? Man ist ja auch immer abhängig vom Landwirtschaftssimulator, wo vielleicht nicht alles so echt ist. Wie zum Beispiel auch die Geschwindigkeit vom Mähdrescher, wo du hier mit 12 km/h drüber fliegen kannst und in echt fährst du da mit 4. Weil das Zeug noch zu nass ist oder so. Aber das haben wir ja mit X-Combine oder wie das heißt. Combine Experience, so haben wir das ja auch ein bisschen echter hier. Ja, schöner sonniger Tag heute. Können wir mal nach draußen gucken. Die Sonne steht oben. Wir haben es auch 11.15 Uhr. Ja, wir müssen uns auch beeilen. Wir müssen dieses fette Feld noch fertig kriegen. Wie schon gesagt, die anderen beiden. Wir müssen erstmal gucken, ob hier alles in Ordnung ist. Ja, ist die anderen beiden sind ja auch noch nicht klein. Ich will überlegen, ob ich hier vielleicht was anderes hin mache. Aber ich bin nur am Überlegen. Das ist nicht endgültig. Ja, gut, Freunde. Ich mache das dann mal fertig. Ich mache auch die beiden Felder fertig. Und wir sehen uns dann bei der nächsten Grasernte hier. Nächsten Monat. Vielleicht machen wir dann ein paar Aufträge zusammen. Ein paar Ernteaufträge, wenn da noch welche kommen. Ich hoffe es. Ich brauche noch ein bisschen Kohle. Wir haben zwar noch 76.000 übrig, aber es ist auch alles teuer hier. Das heißt, wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge. Lasst mir natürlich ein Like da. Nicht vergessen. Das ist sehr wichtig. Und nicht vergessen, auch abonnieren hier. Ne? Kommt nicht nur Landwirtschaftssimulator, hier kommen ganz viele Let's Plays. Meistens auch welche, die ich von Twitch aufgenommen habe. Da könnt ihr auch gerne mal reinfolgen. Let's Play Crisco, heiße ich da, glaube ich. Müsste natürlich hier irgendwo ein Link sein, ne? So, bis nächste Folge.